Als ich Deutsch lernte, war es total spannend, weil ich Redewendungen nie verstand. Na, lass die Kirche im Dorf, habe ich immer eins zu eins übersetzt. Leave the church in the village, old woman is not a D-train. Alles habe ich übersetzt. Ich hatte einen Kumpel und der sagte zu mir damals, der Georg ist nett, aber der hat eine Leiche im Keller. Und ich sagte, so nett kann er nicht sein, mit einer Leiche im Keller. Und Georg wollte, dass ich ihn zu Hause besuche, aber ich hatte nicht genug Deutsch, um irgendwie, nein, ich hatte nur drei Sätze, ich kann nicht, ich muss aufs Klo, hab keine Zeit, ich kann nicht, ich muss Deutsch lernen. Und dann habe ich ihn, ich dachte, okay, geh Georg einfach besuchen, fahr einfach zu Georg hin, es kann nicht so schlimm sein. Was kann passieren? Ich gehe zu Georg nach Hause, ich bin 5 Minuten bei Georg zu Hause und Georg sagt zu mir, gehen wir in den Keller? Und ich sagte, warum? Und er sagte, Oma hallo sagen. Ich habe die Oma gesehen und Oma war am Leben und ich war total glücklich. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass sie noch leben und nicht im Tiefkühler liegen. Ne? Habe ich alles gesagt. Und sie war total geil. Sie sagt mir, warum sollte ich im Tiefkühler liegen? Da liegt schon der Opa.